des Kaisers neuen Kleidern, dieses Märchen, ganz elementar, die wirklichen Weisheiten eurer Welt sind übrigens Gleichnisse und Märchen und Sprichwörter. Ich erzähle es ganz kurz. Also einige müssen jetzt das zum 5., 6. Mal anhören, aber man kann damit leben. Ne? Pass auf, des Kaisers neuen Kleidern, da kommen zwei Scharlatane in ein Königreich und der König ist also sehr, sehr eitel. Der will nur immer vom Feinsten haben. Er will immer nur vom Besten. Er will der beste König sein mit dem größten Schloss, mit den feinsten Kleidern. Und die sagen, wir spinnen dir jetzt einen Stoff aus Gold und Diamanten und machen dir daraus ein neues Königsgewand. Und da dieser Stoff aus Diamanten und Gold gespinnt ist, ist der so unendlich fein, dass der nur von Menschen gesehen wird. Ich sage dir, wo was in der Birne haben, die Geist haben. Dumme Leute sehen diesen Stoff nicht, weil die würden ja den Stoff beschmutzen mit ihrer Dummheit. Gut, er ist natürlich absolut neugierig. Sagt, wir machen eine Probe aufs Exempel. Der lässt Gold herbeischaffen. Das ist natürlich in einem Raum im Schloss. Und dann kommt es zur ersten Armprobe, wobei ich noch dazu sagen muss, dass natürlich hier diese Geschichte von diesem wundervollen Stoff durch das ganze Land gegangen ist. Alle waren neugierig, alles riesen Theorien sind hier aufgestellt worden, wie die das machen, wie das wohl aussehen mag, dieser Stoff, kann man sich ja schlecht vorstellen. Auf jeden Fall, es kommt zur ersten Armprobe und diese beiden Scharlatane sind natürlich ganz clever, die stellen eine leere Schneiderbube hin, wo nichts drauf ist. Der Kaiser kommt mit seinem Hofstaat zur ersten Armprobe. Die rauschen rein, Kaiser geht, klopft, die sagen herein und jetzt geht er rein in den Raum, der sieht die Schneiderpuppe stehen, wo nichts drauf ist. Und er sieht die beiden Schneidern rechts und links von der Schneiderpuppe, die hier mit Handbewegungen höchste Laude ausstoßen. Na, Kaiser, was sagst du? Hättest du das erwartet? Ist das nicht unbeschreiblich? Und der Kaiser, das Erste, was ihm durch den Kopf schießt, mein Gott, ich bin dumm, weil er nicht sieht. Das Erste, wo er daran denkt, ist, mein Gott, ich bin dumm. Und die natürlich fangen an zu reden und reden in einem Superlativ und der Kaiser in seiner Not, ich muss mich, geht's einigermaßen? Jawohl. Das Erste, was er macht, er sieht nichts, Schock, ich bin dumm. Jetzt kommt der zweite Fehler, wo passiert, er dreht sich rum, schaut in das Gesicht seiner Minister und die stehen alle, denen ist die Kinnladen runtergefallen, er schaut wieder zurück. Jetzt kommt der zweite Fehler, er interpretiert den Gesichtsausdruck seiner Minister verkehrt. Er glaubt nämlich, die sind sprachlos, weil der Stoff so gut aussieht. Und er sagt, mein Gott, ich bin dumm. Und jetzt kommt es, er sagt, Mensch, wenn die erfahren, dass ich das Gleiche sehe, dass ich dumm bin, dann stürzen die mich. Ach, was denkt das er? Ich tue ganz einfach bloß so, als ob ich den Stoff sehe, das merkt ja keiner. Und legt auf einmal los zu erzählen, also er hat sich ja das ganz klasse vorgestellt mit dem goldenen Stoff, also mit dem Stoff aus Gold, aber dass der so fantastisch aussieht, das ist ja wirklich unbeschreiblich. Hinter ihm der Finanzminister, mein Gott, ich bin dumm. Die Schneider sind begeistert, der Kaiser ist absolut begeistert aus dem Häuschen und ich sehe den Stoff nicht. Wenn der Kaiser erfährt, dass ich den Stoff nicht sehe, dann bin ich meinen Job los. Was macht er? Ach, ich tue ganz einfach bloß so, als ob ich den Stoff sehe. Und fängt natürlich auch an, weil er will ja dann noch, dass das nicht auffällt, bringt noch größere verbale Ausuferungen, hier irgendwie was ganz gigantisch Schönes zu beschreiben. Und so zieht sich das von einem Minister zum anderen. Und jetzt kommt natürlich, die Meer ist durchs Feuer gegangen, die sind natürlich auch neugierig und der Kaiser, um die Geschichte abzukürzen, der versucht natürlich dann, will auch seinem Volk dieses wundervolle Kleid präsentieren und dann geht natürlich ein Raunen durch die Menge, wie es das erste Mal auf dem Balkon steht und jeder schaut seinen Nachbar an und es ist zwar ein Murmeln, es sieht keiner was, aber kein einziger wird jetzt dumm dastehen. Und dann dieses Murmeln wird immer leiser, verschwindet und plötzlich hört man ja diese piepsige Stimme des Kindes, die sagt, Mama, unser Kaiser hat ja überhaupt nichts an. Und wahrlich, ich sage euch jetzt, wenn ihr nicht werdet wie dieses Kind, habt ihr keine Chance, mein Himmelreich zu sehen.